Hallo zusammen und herzlich willkommen auf technophil.de. Ich bin der Björn und ich zeige euch heute ein weiteres Unboxing von einem AllView-Gerät. Diesmal handelt es sich um das AllView P8 Energy Pro. Gerade frisch auf den Markt gekommen. Seit letzter Woche oder so ähnlich sind die Auslieferungen unterwegs. Ich bin schon allein deswegen sehr früh dran, weil ich zu den Vorbestellern gehört habe. Das hier ist jetzt tatsächlich mal mein eigenes Gerät, weil mich das P8 Energy, für diejenigen, die sich noch dunkel daran erinnern, sehr überzeugt haben, aber an der einen oder anderen Stelle war es halt noch nicht ganz mein perfektes Wunschgerät. Da sind wir vom Datenblatt bei dem Gerät hier deutlich näher dran. Das werde ich jetzt hier im Unboxing kurz ein bisschen erzählen, aber wie üblich machen wir das Ganze ein bisschen während ich aufmache. Erstmal Verpackung. Wir haben von allen Seiten relativ wenig. Hier haben wir ein paar E-Mail-Nummern, Modellbezeichnungen, sonst gar nichts. Die Rückseite, AllView typisch, bietet uns jede Menge Informationen zum Gerät. Einmal das, was alles drin ist. Wenn wir nachher sowieso sehen, brauche ich jetzt nicht groß drüber nachdenken. Main Features: der Cortex A53 1,3 GHz Octa-Core, das ist der MediaTek MT6753. Ist eins von diesen Updates, die ich erwähnt habe, die für mich interessant sind. Ich mache dann ja doch mal ein bisschen mehr manchmal, als was der MT6735 so auf Reihe kriegt. LTE hat er, allerdings das Band 800 fehlt mal wieder. Das Gerät heißt übrigens Original Gione M5 Marathon Plus. Ist also ein Chinese, nur umgelabelt. Da kommt das dann halt auch mal her, dass dieses 800er LTE-Band fehlt. 5.1 Android Lollipop. Überzogen mal wieder mit der Amigo UI, die auch bei den meisten anderen AllView-Geräten oder Gione-Geräten halt Verwendung findet. Dann haben wir hier ein 2,5D-Display, also mit so abgerundeten Kanten. Multitouch ist uninteressant, bla bla bla. Ein 6 Zoll Gerät, Full HD, AMOLED-Technologie ist verbaut. 3. Megapixel-Kamera hinten, 5 Megapixel-Kamera vorne, 3 GB RAM. 64 GB interner Speicher, angeblich bis 128 GB erweiterbar. Ob das Ding dann jetzt diesmal NTX fett lesen kann oder nicht, werden wir nachher sehen. Ich habe da die passende Speicherkarte da. Und tatsächlich 3 Slots, also kein Kombi-Slot oder sowas ähnliches. Und dann natürlich noch das namensgebende Feature bei dem Gerät: ein 5200 mAh Akku, etwas kleiner geworden als beim P8 Energy. Allerdings bin ich beim P8 Energy auch mehr als üppig über den Tag gekommen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Gerät jetzt schlicht und ergreifend ganz normal über den Tag komme. So, hier sind so zwei kleine Siegelchen, die schneide ich mal direkt auf. Dann befreien wir das gute Stück mal aus seiner Verpackung. So, das erste, was mir entgegenfällt, sind mal wieder Garantiezertifikate. Dann das Gerät selber. Da gucken wir uns nachher noch in aller Ruhe alles an. Weitere Packungsinhalte, die sind ja bei AllView üblicherweise sehr großzügig mit den kleinen Beilagen. Eine Betriebsanleitung in vielen verschiedenen Sprachen, wo irgendwelche rudimentären Dinge wohl erklärt werden. Mobile Security für Android. Bitdefender, also irgendeine Bezahl-App, die man gratis quasi dazu kriegt. Ein Ladegerät. Mehrfach eingepackt. Das Ding hat wieder dieses Dual-Channel-Laden, also das kann mit deutlich höheren Voltzahlen, ich sag's diesmal, damit keine Verwirrung auftritt, direkt so laden. Bedeutet, ich kann bis zu 12 Volt bei 1,3 Ampere, bis zu 5 Volt mit 2 Ampere und so weiter und so fort laden. Es hat beim P8 Energy sehr gut funktioniert damals. Da sind wir sehr schnell beim Laden gewesen. So, dann habe ich hier, achso, das brauche ich gar nicht so weit weglegen. Habe ich hier noch die übliche SIM-Nadel. Die packe ich jetzt noch kurz aus, weil die brauche ich ja gleich. Im letzten Fall, dass ich sie rauskriege. Gesichert wie Fort Knox hier. Ein Micro-USB, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, Typ C-Kabel. Normalqualität, sage ich mal. Das Headset hatte ich die letzten Male schon mit dabei. Kabel sehr billig, Soundqualität mittelmäßig, aber hier hinten trotzdem eine Aluminiumkappe. Okay. Wie gesagt, hier nur ein USB-on-the-go-Kabel, womit ich auch Reverse Charging betreiben kann. Also ich kann das Gerät selber als Powerbank benutzen, um andere Geräte damit aufzuladen. Hier habe ich noch
ein ganz wichtiges Blättchen, wo mir sagt, wo die SIM-Karten und die Micro-SD-Karten reinkommen. Und dann habe ich hier noch eine Display-Schutzfolie. Ja. Also audio-typisch wieder sehr viel. Ich baue das wieder ganz kurz für euch auf. So, ich präsentiere den kompletten Packungsinhalt des Audio P8 NG Pro und aufräumen. So, dann schauen wir uns mal das Gerät an. Zuallererst hier vorne ist mal wieder so eine lustige Folie drauf, kennen wir. Die Sachen, die hier drauf stehen, habe ich euch, denke ich, alle schon erzählt. Dementsprechend können wir die mal direkt abrupfen. Rückseite, habe ich vorhin gesehen, hat auch irgend so eine merkwürdige Folie drauf. Hiermit auch erledigt. Kamera hat keine. Also, gehen wir ein bisschen ums Gerät rum. Vorderseite 6 Zoll AMOLED Display, 1920x1080 Pixel, also Full HD Auflösung. Oben haben wir einen relativ bündig abschließenden Telefonie-Lautsprecher. Hier neben irgendwelche Sensoren aller Wahrscheinlichkeit nach, also hier Helligkeit, Annäherung. Eine 5 Megapixel Frontkamera für Selfies ohne eigenen Blitz. Hier unten der Home-Button mit eingebautem Fingerabdruckscanner. Werde ich im Test mit Sicherheit auch mal ein bisschen ausprobieren. Hier die relativ typischen seit Lollipop Android-Tasten, allerdings umgedreht. Normalerweise ist die Zurücktaste ja hier, bis KitKat war sie hier. Ich persönlich finde es so ganz gut, aber ich bin auch ein bisschen retro vielleicht. Andere Leute mögen da, wenn sie von einem moderneren Gerät auf das P8 NG Pro umsteigen oder auf irgendein anderes Audio-Gerät, ich glaube, die sind alle so, möglicherweise Anpassungsschwierigkeiten haben. Gut, die Seite. Hier haben wir, ich glaube, das war der SIM-Schacht. Auf jeden Fall einer von den beiden Slots. Oben haben wir nichts. Hier haben wir den zweiten Slot. Hier haben wir Ein- und Ausschalter und Lautstärkewippe mit sehr erträglichem Spiel. Schönen Druckpunkt. Und durch die Größenunterschiede auch relativ gut erfüllbar, denke ich. Das werde ich im Test mit Sicherheit sehen. Der Rahmen hier ist in Aluminium gehalten. Rückseite soweit auch, so wie es aussieht. Abgesehen von diesen beiden Käppchen hier oben und unten, die mal wieder aus Plastik sind, aber das kenne ich schon von diversen anderen Modellen. Schon mein erstes Gerät, das war ein Vico Darkside, hatte im Prinzip genau dasselbe. Die Rückseite können wir uns auch noch kurz angucken. Hier haben wir das Audio-Logo im Apple-Style eingelassen, sage ich mal. Ein Single-LED-Blitz, die 13-Megapixel-Hauptkamera, der Hauptlautsprecher hier unten. DTS-Sound wird angepriesen, Energy by AllView, bla bla bla, irgendwas. Und die Unterseite, der angesprochene Typ C Micro-USB-Anschluss, die 3,5 mm Klinkenbuchse und das Sprachmikrofon. Hier auf der Seite, ach doch, hier oben, das habe ich gar nicht vollgenommen, da ist auch noch ein kleines Löchchen drin, das wird das Rauschunterdrückungsmikrofon sein. Ich habe hier die goldene Variante, das Ganze gibt es auch noch in mit silberner Rückseite und silbernem Rahmen und weißem Rand vorne. Was hier im Verhältnis zum P8 Energy Original auffällt, das Gerät wirkt viel natürlicher. Also nicht so klobig, wie es das P8 Energy nun mal war, sondern das hier wirkt im Prinzip wie so ein 6 Zoller halt auszusehen hat von der Größe her. Nicht so ultra dünn. Ich bin ja kein so großer Fan von diesen Magerwarnläden, die Handys in den letzten Jahren durchgemacht haben. Ich stehe auch auf Akkulaufzeit, das ist ein anderes Problem. Aber das hier sehr natürlich, vernünftige Dicke, sage ich mal. Ich mag auch dieses leicht abgerundete hier hinten, auch wenn das für ein auf den Tisch legen meistens nicht ganz so ideal ist, weil es dann so ein bisschen wackelt, weil das sich hier noch halbwegs in Grenzen hält. Da habe ich schon schlimmere Geräte gesehen. Und zumindest auf den ersten Blick scheint die Bezel deutlich kleiner zu sein, also der Rand ums Display. Das werden wir allerdings, wenn wir das Gerät jetzt einschalten, besser sehen, ob da vielleicht auf dem Display noch ein schwarzer Rand kommt. Hier, der Rand ist auf jeden Fall relativ dünn. Das war beim P8 Energy schon ein bisschen dicker und da war auch noch im Display schwarzer Rand eingelassen. Schauen wir mal. Gut, wir starten. Den ersten Start mache ich. Zumindest das Hochfahren wie üblich ohne euch. Und genauso wie letztes Mal habe ich mich wieder verarscht. Ich habe wieder vergessen, die Karten einzusetzen. Mache ich jetzt noch schnell. So, das hier ist offensichtlich für die MicroSD-Karte. Ich baue jetzt eine 64 GB Karte ein. 128 ist angesagt. Das sollte eigentlich für Exfat reichen. Aber
Das hat AllView das letzte Mal auch schon behauptet und es hat nicht geklappt. Der formatiert dann die Karte halt in FAT32 um, was an sich soweit ja kein großes Problem ist, aber andere Geräte könnten da, also wenn ich ein anderes Gerät habe, was eine Exfat-Karte hat und ich probiere die Karte dann hier reinzustopfen und der formatiert mir das Ding erstmal, das ist vielleicht nicht ganz das, was ich mir an der Stelle wünsche. So, zwei Micro-SIM-Karten bauen wir auch noch kurz ein. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie rum die gehörten. Ist hier nicht ganz so schön gelöst, dass man das nicht direkt sehen kann. Machen wir es mal so rum. Okay, mit dem Gesicht nach unten gehört es offensichtlich. So, jetzt muss ich das Gerät normalerweise wieder neu starten. Ne, musste ich nicht. Jetzt hat er oben tatsächlich die SIM-Karten. Da kann er sich scheinen Hotswap zu haben. Ich kann es also ausbauen. Ohne dass also einbauen, ohne dass ich dafür neu starten muss. Egal, jetzt starte ich neu. Bis gleich. So, sind wir wieder. Ich bin in der Sprachwahl drin. Jetzt möchte ich noch kurz eine Sekunde warten, ob er die deutschen SIM-Karten erkennt. Scheint man nicht. Also wählen wir selber Deutsch aus. Bisher, und ich vermute auch in Zukunft, gab es ja immer gewisse Probleme bei AllView. Hier kann ich jetzt meine ganzen SIM-Karten einrichten. Dass die UI, also User Interface, die Benutzeroberfläche, nicht korrekt auf Deutsch überall übersetzt ist. Ich vermute, dass es auch hier nicht anders sein wird. Aber Versuch macht klug, oder wie es so schön heißt. So, hier gebe ich jetzt kurz mein WLAN-Passwort ein. Bis gleich. So, Passwort ist drin. Wir drücken auf Verbinden. Dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Verbindung wird überprüft. Kann ein bisschen dauern. WLAN-Empfang ist soweit, wenn ich die Balken einfach nur zähle, im völlig normalen Bereich. Das kann ich schon mal sagen. Also das von mir aktuell genutzte, beziehungsweise noch im Test befindliche BQ-X5 Cyanogen hat in etwa dieselbe Anzahl der Balken. So, hier soll ich jetzt mein Google-Konto eingeben. Machen wir natürlich auch noch. So, mein Passwort wie immer ohne euch. So, ich akzeptiere irgendwelche Geschäftsbedingungen und dann sollten wir, glaube ich, auch irgendwann langsam mal mit dieser Einrichtprozedur fertig sein. Ich will noch ein, zwei Sachen anschauen. Bis jetzt läuft alles sehr, sehr flüssig. Flüssiger, als ich es zum Beispiel beim BQ-X5 hatte, was ja schlicht und ergreifend einen wesentlich schwächeren Prozessor im Prinzip drin hat. Das hat den Snapdragon 412 drin. So, ich möchte das Ding gerne als neues Gerät einrichten. Fertig, weiter. Das Flash-Sperre überspringe ich. Trotzdem überspringen. Ich bin für alle Google-Dienste dieser Welt total zu haben. Und ja, er sagt mir noch ganz wichtige Tipps, wie man diese Amigo-UI benutzt. Zum Beispiel ist hier, jetzt habe ich es. Diese Quick-Toggles, die normalerweise oben drin sind, die kommen halt hier unten rein. Ich mache mal direkt das Autolicht aus und mache die Display-Helligkeit auf 100%, weil dann können wir uns mal direkt kurz über die Blickwinkel unterhalten. Wobei ich mir da eigentlich keine großen Sorgen mache, weil so ein AMOLED-Display, die werden ja von Samsung hergestellt, die haben auch das Patent da drauf. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Qualität. Ihr seht, die Blickwinkel tun dem Gerät eigentlich überhaupt nichts. Ich glaube, die Spiegelungen, die ihr hier gerade seht, sind das größere Problem. So, und natürlich vielleicht, dass ich die Beleuchtungszeit auf 30 Sekunden oder sowas hier wahrscheinlich voreingestellt habe. Gut, hier habe ich ein paar ganz wichtige Sachen. Achso, ja, richtig. So, jetzt gehen wir hier in die Einstellungen kurz rein. Sage ich Amigo UI. Erstmal bitte das Display auf eine vernünftige Zeit. Machen wir 2 Minuten, das ist so mein Standard. Sparsamer Hintergrundbeleuchtung braucht kein Mensch. Wir haben einen Riesenakku, da kann man auch mal ein bisschen protzen. Gut. Hier sage ich mal, bisher in den Einstellungen, wo wir schon mal da sind, alles relativ typisch. Allerdings hier gibt es wohl noch irgendwo, da kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, wo das ist, so ein Kindermodus und ein Besuchermodus und so ein Zeug. Hier ist dieser Schaltmode. Damit wird relativ groß geworben, was es genau macht. Ich
glaube, da kann man, hier kann man die einzelnen Apps dann für das Kind quasi freigeben. Dass ein Kind dann halt das lustige Spiel, was es hier spielen könnte, möchte, selbstständig bedienen kann, ohne dass es gleichzeitig auf das PayPal-Konto gehen kann und irgendwelchen lustigen Leuten die ganze Barschaft hinterlassen kann. Sowas in der Richtung soll das wohl sein. So, vorinstallierte Apps. Klick, gehen wir kurz drauf. Wir haben den Child Mode, Chameleon, das ist so eine Customizing-App. Browser plus Chrome. All Your Self-Care, das ist so Versicherungsgedöns. Facebook ist vorinstalliert. Ein FM-Radio für diejenigen, die es interessiert. Jede Menge Google-Zeug, ein Kompass. Ansonsten ist es auch nichts Spannendes hier. Eine Aktualisierungs-App, eine Taschenlampe. Konnte ich hier auf die Berechnung gehen? Ich weiß gar nicht. Ne, so nicht. Muss ich an anderer Stelle gucken. Ein Virenschutz ist vorinstalliert. Das ist das, wo hier dieser Code vorhin für da war, den ich euch gezeigt habe. Ein bisschen Theming. Ansonsten ist das relativ übersichtlich, was die Bloatware angeht. Da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Gut, was ich jetzt noch vielleicht noch kurz tun könnte, wäre ein erstes Testfoto. Ich habe mir diesmal einen Bohrer dafür besorgt. Warum nicht? Gucken wir mal, wie wir das Ding fokussiert kriegen. Also der Fokus ist nicht der ganz schnellste seiner Art, allerdings auch nicht wirklich der langsamste. Galerie-App ist übrigens wieder vorinstalliert, wie ihr gerade gesehen habt. Also tolles Makro ist es nicht. Schauen wir mal, was mich jetzt noch interessiert würde, ist die Auslösegeschwindigkeit. Klick, klick. Ja. Verhältnismäßig gut, nicht wahnsinnig überragend. Das BQ war da an der Stelle wesentlich schneller, aber im grünen Bereich, denke ich. Okay, ich denke, das sollte für ein Unboxing reichen. Übrigens, hier kann man auf dem Lockscreen auch ein bisschen rumspielen, was man da als Wallpaper hinterlegen möchte. Ansonsten gibt es hier so eine Slideshow, die da automatisch abläuft. Egal. Unboxing, denke ich, erledigt. Testbericht kommt in 2,5-3 Wochen, grob geschätzt. Ende dieser Woche kommt noch das angesprochene BQ X5, Cyanogen Edition. Wollen wir noch mal sehen, wie das abschneidet. Bis jetzt ist der Eindruck eigentlich relativ positiv. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, wie üblich. Wenn es euch gefallen hat, das Thumbs up. Würde mich sehr, sehr freuen. Kommentare freuen mich genauso. Konstruktive Kritik wie auch Lob. Ansonsten, wenn ich auf die Uhr gucke, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Sei nur noch erwähnt, für diejenigen, die direkt auf YouTube gerade sind, unterhalb des Videos findet ihr in der Artikelbeschreibung einen Link zum Artikel. Da sind dann noch ein, zwei Fotos von dem Gerät drin und auch ein bisschen Text. Ansonsten denke ich, für heute reicht das. Das war's von mir. Ich bin der Björn für technophil.de. Tschüssi.